Hallo, und da sind wir auch schon wieder bereit, uns in Magicka in den Arsch treten zu lassen. Ja, komm, wir verstecken uns mal. Ja, okay. Ich hoffe, ich habe die richtige Taste gedrückt jetzt, Na, egal. Hoffentlich war es die richtige Taste zum Aufnehmen. Und Alex hat wieder eine neue Robe, diesmal sogar in der noch nie dagewesenen Farbe. Ja, bewundert sie nur. Kommt doch mal. Bleib hier. Ich komm doch schon. Ah, ja. Bin mit Feiglings Geschwindigkeit zurück zum Versteck. So. Dann machen wir mal Elementare. Aber warte, ich will erstmal genug haben, bevor wir sie in Arcane-Elementare umwandeln. Massenproduktion. So, das dürfte. Wow! Oh. Bei Kampfkünsten sind wahrlich Stoff für Legenden. Super. Wenn ihr euch traut, sollten wir unser Weg fortsetzen. Wie kommt das Batzen? Ey, die sind echt einfach weitergegangen? Die sind alle weg? Ja. Also nicht alle. Oh Gott, sind wir Feiglinge. Hab ich eigentlich noch Flats Handschuh? Ich hoffe. Ja, ich hab Flats Handschuh noch. Sonst hättest du jetzt gewaltig was abgekriegt. Ich weiß nicht. Ich nehme zwar etwas mehr Schaden durch Arcane, das war ja auch nicht so viel Schaden jetzt. Aber du hättest allgemein Schaden gekriegt. Ja, das hätte ich natürlich. Nimm das! Na, der Kapitän teilt mich. Und. Welchen Schaden? Ach ja, wegen der Sache mit Flats Handschuh haben wir uns da jetzt geeinigt. Boah. Ach, Mann. Sterbe ungern. Au! Oh, das war knapp. Ich werde mich wieder mal opfern. Weg da! Verdammt. Fast hättest du es noch geschafft. Fast! Ich frage mich sowieso, irgendwie hat meine Robe jetzt extrem viel Leben. Ich glaube, das ist Teil von deiner Robe. Das ist die Supporter-Robe für Heilung und so weiter. Ja, weil ich. Sollen wir uns jetzt wieder. Sollen wir uns jetzt wieder feige verkriechen oder machen wir es diesmal richtig? Nein, wir verkriechen uns nochmal. Ich nicht. Nee, jetzt komm her. Komm, die Zuschauer wollen auch was sehen. Soll das testen. Okay, was denn? Greif mich einmal an. Okay. So. Komisch, warum hat das vorhin nur so wenig Heilung gegeben? Es macht es sowieso. Oh. Nee, warte, das wollte ich nicht. Guck mal, es macht viel mehr Heilung, wenn ich dich. Ah, das war falsch nicht das Experiment. Es macht mehr Heilung, wenn ich dich heile, als wenn du dich selber heilst. Jedenfalls sagt so die Theorie. Jetzt prügeln sich die Elementare, schön. Ja, aber ich glaube, es verzögert das Ganze nur. Ja, tut es. Dann machen wir es eben auf die gute alte bewährte Methode. Dann kriegt ihr euch damit noch. Oh, Zwerg. Tötet ihn, meine Lakaien. Ich sag, tötet ihn. Die Prinzessin da im Ecke liegen. Das ist schon ganz mühsam. Aua. Ah, gut. Jetzt sind wir quitt. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zwerge angreifen soll. Feuer irgendwas auf der Kahnschad macht die Menge rein. Voll laggy gerade. Bist du dir sicher, dass du den Frostspalte behalten willst? Die Frostspalte wegwerfen willst? Oh, Alter, das ist am Laggen gerade. Laut ist es vor allem. Oh. Nein, ich darf nicht sagen, dass es nicht leistet. Bleib da weg! Kampfkünste sind Wahlstoff für Legenden. Hey. Omnivega, wie kommt das Batzen? Diesmal meint das nicht mal sarkastisch. Okay, wenn. Na toll, und die Energieschwerter bleiben noch in der Luft. Super. Was macht eigentlich die coole Zwergenangst, die ich gerade habe? Körper hoch, langsam. Von Champions für Champions. Was macht denn der Stab hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, allzu toll war der Effekt nicht. Redliche Runenroute. Zungenbrecher. Blitzimmunität Aura? Blitzschaden Aura? Das ist auf jeden Fall praktisch, denn jetzt. Ah, das heißt, jeder in deiner Umgebung nimmt auch keinen Blitzschaden? Wir werden sehen. Scheint so. Nehmt das! Verdammte Tierkopf! So. Verdammt! Das wollte ich auch gerade sagen.
Hä? Rette uns, mein unsichtbares Phantom! Kann ich die wenigstens auch nicht verkloppen? Nein, nicht mehr verkloppen kann ich sie! Wow! Verdammt! Tot! Achso? Ich bin noch nicht tot. Ja, das ist geil, dann. Aber ich war cool. Cool, ich krieg überhaupt keinen Schaden mehr. Nicht mal durch das. Nee. Wow. Warum kann ich mich kaum bewegen? Bin ich eingefrostet irgendwie? Nein, jetzt waren elementare Schlagen wieder zu. Bei mir sind sie nicht unsichtbar. Bei mir sehe ich nur die Schwerter, das ist so ein Punkt. Warte, ich muss erst nass machen und dann kannst du ihn einfrieren. Jetzt, Frost. Nein, mach's selber. Mann, ich wollte den Stein zerschmettern. Okay, wenn du dir jetzt eine Heiligenspalte holen willst, gib mir vorher Frostspalte. Okay. Ist trotzdem eine Dummheit. Nicht wahr. Naja. Soll ich jetzt? Hast du schon? Keinen Schaden, das ist echt gut. Der Schmiede mit dem unsichtbaren Schmied. Mal wieder. Siehst du da einen Schmied oder? Ist der bei dir auch? Ich hab ihn eigentlich schon gesehen. Komisch. Aber jetzt siehst du ihn nicht gerade, oder wie? Ich glaube, wir könnten hier durchaus mal mit. Jetzt könnten wir mit Frostelementaren arbeiten. Also mit R. Vielleicht schaffen die es ja, gegen diese ganzen Feuersalamander was auszurichten. Ja. Und wenn wir noch ein paar Wasserelementare dazu machen, könnten wir unsere Gegner ganz effektiv vereisen. Ah, da kommen sie schon. Ah, ich bin nass. Oh, von hinten. Weg da, Alex! Und ich bin das. Ach, du kriegst hier diesen Stein. Mir doch egal. Lol, der nimmt nicht mal Frostschaden. Aber über den kann man Alter, den Zauber, verwöbelt. Zauber kann man gar nicht. Ja, Zauber kann man gar nicht einführen. Nee, aber mit Stein kann man immer noch zu kaputt hauen. Glaube ich nicht. Was hauen die denn jetzt? Ach so, ein Zwerg. Ach so. Nein. So, jetzt noch ein paar mehr Elementare für die erste. Das ist auf jeden Fall das nervigste Level in ganz Magica. Ja, die folgen uns ja nicht, das ist ja doof. Na, wird schon gehen. Alter. So. Eigentlich mache ich ja Reptilien, aber oh mein Gott! Ich bin tot. Okay, okay, hab's gemerkt, dass mehr. Ach, Mann! Verdammt! So viel dazu. Wie schnell machst du das denn? Hier ist schnell. Ja, immer wenn ich da meine Waffen verzaubern will, erwischen sie mich. Ich frage mich sowieso, warum du die verzauberst immer. Na, weil ich dann in einer geraden Linie nach vorne meine Stacheln des Verdammnis machen kann, das ist irgendwie besser. Da ist die Wahrscheinlichkeit auf Teamkill ein bisschen geringer. Angriff, ihr Lakaien der Schatten! Ja, nicht weh. Oder ich halt mal. Naja, meine Lebensmittel sind effektiver. Aber mit dem würde ich ja meinen Arkan-Schaden machen. Legen wir uns hier. Oh, das ist hinter mir. Da ist immer noch einer hinter mir. Nehmt doch. Oh, da platzt er. Denkst du, wir müssen die Menge feuern? Wie sie mal auflösen, das Geräusch dabei. Omni Vega, wie kommt das Batzen? Ach, halt's mal, Vlad.
Diese Sprache, das klingt wirklich wie eine Mischung aus Norwegisch und Smirnoff-Polnisch. Wenn du mir deinen Frostspalt überlassen könntest, wäre ich dir zutiefst dankbar. Ja, nachdem wir die alle getötet haben, würde ich sagen. Ich weiß, es ist eine ganz schöne Menge an Gegnern, aber dafür, dass es die gesamte Zwergenarmee sein soll, weil das doch ein bisschen mickt. Wenn die gelebt haben, von ausgelöscht. Warum habe ich das wieder mit dem danke, Auge, heile mich weiter. Nein, das heilt mich nicht. Weg da! Arcane heilt mich immer noch. Das ist irgendwie halt. Es ist richtig schwierig, sich auf Kampf und unterhaltsames Gespräch zu konzentrieren. Dann mache ich mir wieder einen auf Kommentator. Alles halt voll drauf, wurde eben noch eingefrostet, aber er holt mich zurück. Und das Auge ist tot. Ja, verdammt, jetzt kann ich nicht mehr kommentieren. Oh. Bin tot. Hab's bemerkt. Aber ich hätte noch Arcane leisten. Oh, das war knapp. Nimm das. Tot. Wie ist das jetzt passiert? Keine Ahnung, hab gerade Stein. Okay, na gut. So, wir sind nicht mehr Frostspalter. Willst du ihn jetzt behalten, oder wie? Ja, ich behalte ihn einfach. Okay, na dann. Damit bin ich auch zufrieden. Wäre nett, wenn du mir ein bisschen... Ja? Achso, Heilungsmin meinst du? Naja, ist egal jetzt. Ja, stimmt, jetzt ist sowieso zu spät. Du unsichtbarer Schmied gehst diesmal leer aus. Wir müssen es bis zum Checkpoint schaffen. Was ist denn, wo hast du nämlich den Stab? Ach ja, ist ja dein Supporter-Stab. Das war ganz ziemlich cool auf jeden Fall. Oh. Ah. Tot. Wie zur Hölle? Wie geht das so schnell? Er macht einfach so einen Schein. Ach ja, Schild. Post ihn ein. Oh, stimmt, das ist nicht auch ein Betüder. Ein Betüder. Oh nein, ich habe Platz Handschuhe im Start. Ich glaube, jetzt setzen wir hier eh auf alte Karte. Los, nach vorn, meine Lakaien. Und noch ein paar mit Wasser, damit die den Dampf. Und die machen wir jetzt Wasser. Aua. Autsch. Feuer macht Aua. Was gedacht? Die prügeln hier ohne unser Zug und unser Block los. Schön. Yay, ich bin durchgekommen, ohne zu verbrennen. Ist da. Ah. Diesmal nicht. Autsch. Und meine Lakaien. Mach erstmal die Feuersalamander auf Blatt. Was soll ich? Ah ja, stimmt. Der Feuersalamander da! Tu das! Boah, da ist er. Nicht so nervig wie Gegner, die sich teleporten können. Nichts! Da ist jemand? Ich glaube, wir sollten erstmal die hier alle ausradieren. So. So, jetzt. Boah, jetzt lassen wir die erstmal vorstürmen. Und ja. Machen neue. Wir wollen, wir produzieren erstmal Nachschub. Jetzt
Ansonsten müsste die Decke einstürzen und kurz vom Checkpoint sterben. Aber jetzt ist es noch ärgerlicher. Verdammt. Wir, glaube ich, schreien, was sie bedrohen. Okay. Die Feinde sind tot. Jetzt wird's so richtig ärgerlich. Sie sterben alle. Wie wär's, wenn wir hier erstmal lang gehen? Da geht's nicht lang. Siehst du? Na gut. Obwohl es ja ganz hübsch aussieht. Ich mag diese Säule. Obwohl, da hinten. Sie war immer für uns Moment, da. Da ist ein Feind. Da muss doch irgendwas sein. Denk dran, dass es bald wieder fest wird. Fest werden wird. Meinst du wieder voll? Ja, 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 ja. Wie gesagt, Kampf auf Leben und Tod, 2% Gehirnleistung. Ich bin auf der Insel, komm schon. Ja, ich mach jetzt schon. Ah, verdammt. So.